Hallo zusammen, heute schauen wir uns die Pernod Ricard und die Diageo Aktie an. Wir werden das abgeschlossene Geschäftsjahr vergleichen und den aktuellen Chart, in welchem Sektor wir uns befinden. Viel Spaß mit dem Video. Hier haben wir die Diageo PLC, ist in England beheimatet, auch dort ist der Firmensitz. Wir haben hier den Google Ticker, den könnt ihr in Google Search gerne eingeben, dann seht ihr auch den aktuellen Kurs dieser Aktie von der London Stock Exchange. Wir sehen hier mal, Groß-Eigenkapitalquote ist unter 30%, für die Bonität mal einfach nicht gut. Dieser Faktor ist sehr gut, das Betriebsergebnis zu den langen Bindlichkeiten hat den Faktor 3, das heißt, das Betriebsergebnis geht dreimal in die langen Bindlichkeiten hinein, das ist auf alle Fälle mal sehr gut. Profit Margin, was bleibt ihr vom gesamten Umsatz abzüglich Steuern und Zinsen, haben wir hier 22%. Das heißt auf alle Fälle mal auch ein sehr guter Wert, denn das, was überbleibt, kann wieder investiert werden in Forschung und neuen Produktentwicklungen. Wir sehen hier das Preis-Sales-Verhältnis, also der Aktienkurs dividiert durch den Umsatz pro Aktien, haben wir den Faktor 4. Das heißt, wir liegen hier über 3. Wir kaufen hier also dreimal höheren Umsatz ein aktuell pro Aktie. Das Preis-Buch-Verhältnis, also der Aktienkurs dividiert durch den Buchwert pro Aktie, hat den Faktor 8,24. Das heißt, wir kaufen hier siebenmal den höheren Buchwert ein aktuell und der Buchwert wäre 342 Great British Pence. Die langen Bindlichkeiten und das Eigenkapital, da das Eigenkapital leider kleiner ist, sind die langen Bindlichkeiten größer, um den Faktor 0,9. Das Verhältnis. Das heißt, das Eigenkapital müsste größer werden, damit dieser Faktor 1 entsteht. Wir sehen hier, im 5-Jahres-Durchschnitt war der freie Cashflow sehr gut, leider im Geschäftsjahr 6,23 kleiner, also geringer, ist nicht gut. Und die Dividende ist noch leicht bezahlbar, aber wir haben ja fast einen Payout von 100% schon. Es fehlen nur noch 200 Millionen US-Dollar. Wir sehen hier die Dividende, 1 US-Dollar, zahlen seit 22 Jahren ihre Dividende, Payout 56% zu den aktuellen Earnings per Share, Dividendenrendite 2,8% und Wachstum der letzten 5 Jahre 3,9% per anno, Dividendensteigerung. Das KGV mit 20,13 auf alle Fälle auch sehr hoch aktuell, das heißt, wenn wir den Aktienkurs sinkt, wird dieser Wert besser. Fairer Wert wäre 1038 Great British Pence. Da liegen wir mehr als das Doppelte drüber, fast das Dreifache sogar. Also wir haben hier einen aktuellen Kurs von 2818 Great British Pence. Wir liegen auf alle Fälle sehr weit entfernt vom fairen Wert. Dividendenrendite ist auf alle Fälle mit 2,8 akzeptabel, aber nicht über 3. Umso höher die Rendite, umso besser wäre es auch fürs passive Einkommen. Payout ist noch aus den Earnings per Share okay, aber vom freien Cashflow ist es schon leider zu viel. Wir haben ja fast 100% Payout. Hier haben wir den Monatschart und im Monatschart sehen wir auf alle Fälle mal hier die Kreuzung. Seitdem sind wir in der Korrektur und sogar im bärischen Sektor unterwegs unter Null. Das heißt, im Jahr 22 QI3 Anfang war der Wechsel vom bullischen Bereich im bärischen Bereich. Wir sehen auch hier der gleiche Durchschnitt, hat gehalten, schlusskurstechnisch immer noch drüber. Hier war der Schlusskurs drunter. Hier einmal drüber, die nächste Kreuz wieder drunter. Wir sind jetzt im Abwärtstrend. Solange wir unter dem gleichen Durchschnitt sind, ist das Ganze bearish, kein Kauf. Ein Kauf aus charttechnischer Sicht würde erst wieder generiert, wenn wir über diesen Höchstkurs hinausgehen oder den gleichen Durchschnitt schlusskurstechnisch durchbrechen und drüber schließen. Aktuell sehen wir hier mal den Boden bei 2746 und den Widerstand bei 3014. Stammt aus dem Jahr 2020/21, das sehen wir hier. Das heißt für mich mal generell, wir laufen hier seitwärts seit circa 6 Monaten. Wir haben hier einen großen Außenstab, in dem wir uns auch nun befinden. Das heißt, in diesem Außenstab sind wir nun im unteren Sektor unterwegs.
Wir können im oberen Sektor auch hineinkommen und immer in diesen Außenstab hin und her laufen. Das heißt für mich mal generell mal abwarten, Kaffee trinken, vielleicht einen Alarm setzen, wenn wir die 3300 erreichen, dann haben wir den oberen Bereich vom Außenstab angetestet und wenn wir drüber bleiben, wäre das gut, gehen wir rein, ist der Außenstab wieder aktiv. Fällt der Kurs unter dem Außenstab runter und wir sehen die 2480, könnte man auch hier einen Alarm setzen, damit man informiert wird, dass dieser Kurs erreicht wird. Solange die Alarme nicht aktiviert sind, ist das Ganze mal einfach nur abwarten und Kaffee trinken. Falls euch der Content gefällt und ihr habt noch kein Abo auf meinen Kanal, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Damit unterstützt ihr meinen Kanal für mehr Reichweite auf YouTube, damit auch mehrere Zuseher meine Videos vorgeschlagen werden. Ich sage schon mal Dankeschön. Hier haben wir die Bernard Richard, ist in Frankreich beheimatet. Hier haben wir den Google Finance Ticker, den könnt ihr auch gerne in Google Search eingeben. Dann seht ihr auch den aktuellen Kurs. Hier großer Vorteil, Eigenkapital an der Bilanzsumme über 30%, ist sehr gut für die Bonität. Auch das Verhältnis langer Verbindlichkeiten zum Betriebsergebnis Faktor 3, wir liegen ja 0,01 Punkte drüber, aber können sagen, okay, Bonität auf alle Fälle mal sehr gut. Profit Margin mit 18,6% ist zwar kleiner wie bei der Diageo, aber auch okay. Es bleibt Geld über vom gesamten Umsatz. Das Preis-Sales-Verhältnis ist hier mit 3,15, auch über 3. Und der Vorteil, das Preis-Buch-Verhältnis ist hier mit 2,43, sehr gut. Das heißt, wir kaufen hier das Dreifache vom Buchwert ein aktuell, sogar drunter. Denn der Buchwert wäre ca. 62 Euro. Und auch die Langverbindlichkeiten zum Eigenkapital sind die Langverbindlichkeiten geringer als das Eigenkapital. Das Eigenkapital ist größer. Und wir könnten das Verhältnis, die Langverbindlichkeiten sofort reduzieren. 5 Jahres freier Cashflow. Und aktueller freier Cashflow sind fast gleich auf. Gering. Eine leichte Reduktion haben wir hier vom aktuellen freien Cash aus der Bilanz 6,23. Und die Dividende ist auch noch bezahlbar, aber auch im oberen Bereich so 90%. Wir haben fast 100% Payout vom freien Cashflow. Zahlen wir seit 18 Jahren die Dividende. Zu den Earnings per Shares ist Payout 52%. Hier sind die Earnings per Shares. Dividendenrendite 2,8, gleich viel wie bei der Diageo. Das heißt für mich mal generell mal nicht sehr gut für das passive Einkommen bei der aktuellen Inflation. Optimal wären so 4, 5 oder 6% Dividende per anno. Und die Steigerung ist hier mit 15% fast per anno sehr gut. Letzten 5 Jahre war das so. Schauen, ob das in den nächsten 5 Jahren auch wieder sein kann. Wenn das ist, ist es sehr gut für unser passives Einkommen. Das KGV ist auch günstiger, leicht günstiger mit 18,52 und der faire Wert ist 105 aus diesem Earnings per Share und Buchwert. Aktuell haben wir den Kurs über den fairen Wert, aber wenn der Kurs weiterfällt, sehen wir den fairen Wert bald als Aktienkurs. Also für meinen Fazit mal, wir haben eine gute Dividendensteigerung, wir liegen fast am fairen Wert, aber vom freien Cashflow ist die Dividendensteigerung nicht mehr so hoch. Wir haben fast 100% Payout vom freien Cashflow aktuell. Hier sind wir im Monatschart und im Monatschart sehe ich mal generell, was mich sofort herausschießt. Eine Doppel-Top-Formation bei 217 Euro. Hier MACD hoch, das neue Hoch wurde im MACD keine hoch. Ausgebildet, das heißt, Achtung, weniger Kraft für höhere Kurse sind da. Das heißt, hier oben verkaufen wieder sehr viele. Und nun schauen wir weiter. Wir haben den gleichen Durchschnitt hier mehrmals getestet, einmal Schlusskurs drunter, nächstes Mal wieder drüber. Das heißt, wir müssen immer 2 Schlusskurse drunter sein. Darum ja wichtig, abwarten das nächste Monat. Man muss einfach nur Geduld haben. Hier ein Monat drunter, das nächste Monat auch drunter. Wir haben hier einen großen Außenstab gebildet, haben auch hier den Außenstab mehrmals getestet, aber leider schlusskursmäßig drunter. Weiterer Abverkauf auf die 138, nächster Widerstand nun 155. Wir liegen nun über die 167, schlusskurstechnisch haben wir noch ein paar Tage im Mai. Das heißt, wir müssen hier drüber bleiben. Über die 147 wäre das gut, damit wir auf die 155 laufen können. Bleiben wir über die 155, wäre das sehr gut. Gehen wir runter, schlusskurstechnisch, können wir runterlaufen
auf die 128 und wir sehen tiefere Kurse. Oder wir werden den Fernwert erreichen. Wir sehen hier, aus dem Jahr 2020 waren die 128 auch eine wichtige Unterstützungszone. Also generell mal ist die Aktie auch im Abwärtstrend. Einfach mal abwarten. MACD-technisch sind wir auch im bärischen Bereich unterwegs und immer noch in der Korrektur. Aktuell kein Kauf, denn laut Charttechnik würde es erst ein Kauf geben, wenn wir das alte Hoch herausnehmen oder über den gleitenden Durchschnitt uns befinden. Schlusskurstechnisch immer wichtig. Darum mal abwarten. Alarme setzen könnt ihr bei 137 oder bei 155. Wenn diese Zone erreicht wird, dann wisst ihr, der Kurs ging rund oder rauf. Und dann kann man schauen, was kommt. Denn wenn wir über die 155 hinausgehen, sind wir wieder in diesen alten Außenstab und können dann wieder hochlaufen auf die 182. Aber aktuell abwärts gerichtet, Abverkauf, kein Kauf. Hier nochmal die Gegenüberstellung der beiden Konzerne, der Taiyo PLC und die Pernod Ricard. Wir sehen hier das Eigenkapital. An der Bilanzsumme hat Pernod Ricard die höhere Anteil, also über 30%. Hier sehen wir auch, ist Taiyo besser mit dem Operate Income. Das heißt, wir liegen hier unter 3, hier liegen wir knapp under 3. Also können sagen, okay, Bonität ist hier die bessere, da hier das Eigenkapital unter 30% ist. Profit Margin bleibt bei Taiyo mehr über und bei Pernod Ricard ca. 19%, aber sie liegen fast gleich auf. Das Preis-Sales-Verhältnis mit 3,9 ist höher wie bei der Pernod Ricard mit 3,15 und das Preis-Buch-Verhältnis mit 8,24 ist hier sehr, sehr hoch und hier haben wir unter 3, das heißt, wir kaufen hier fast am Buchwert. Wir liegen zwar drüber noch, aber wenn der Kurs weiterfällt, sind wir bald da. Das KGV mit 20 hoch, hier mit 18 auch. Wenn es runterfällt auf 15 oder 12, wäre das sehr gut. Dividendensteigerung hier mit 3,8%, hier mit 15%. Hier haben wir in den letzten 5 Jahren mehr passives Einkommen generiert. Payout liegen wir über 50%, aber vom freien Cashflow fast 100% bei beiden Konzernen. Und Dividendenrendite 2,7, 2,8, da liegen wir auch fast gleich auf. Fairer Wert vom Umsatz und Buchwert zusammen liegen wir hier sehr weit über den Fernwert und hier liegen wir fast am Fernwert. Das heißt, wenn der Kurs weiterfällt, kann der faire Wert angetestet werden und dann wäre es hier korrekt zum Fernwert zu kaufen. Aber der Chart sollte auch wieder hochgehen. Was sagt ihr aktuell zu den beiden Konzernen? Welche der beiden Konzerne würdet ihr kaufen oder habt ihr auf eurer Watchlist oder habt ihr die sogar im Depot schon? Freue mich auf eure Kommentare. Hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß am Anschauen.